seid gegrüßt, Freunde. Das ist Happy Ray. Und es geht weiter mit Pokémon XD. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Ich habe mich auch erkundigt, wann sich Slimer entwickelt. Ja, muss leider feststellen, dass das noch ein kleines bisschen dauern wird. Da sich Slimer zu Slimog erst paar 38 entwickelt. Na gut. Nichtsdestotrotz wird es jetzt mindestens weitergehend den EP-Teil ertragen. Wann ich das einsetze, werde ich entscheiden, wie es jetzt die Level steigt. Auf jeden Fall, es ist... Ja, ich möchte es jetzt nicht direkt einsetzen, weil das ist noch zu niedrig. Das wird sofort platt gemacht, deswegen trägt es weiter den EP-Teiler. Und versuche jetzt hier, mich durchzuboxen. So, so viel zur Einführung. Zu den Krypto-Pokémon, den Krypto-Base, die mache ich erst, nachdem ich hier mit den zwei Typen fertig bin. Ja, ich bin da. Halt, bleib stehen. Na, wir kommen. Oh, Team Kralle. Protops? Naja, so kann man es auch machen. Na gut, dann kümmern wir uns mal um dieses Kryptolager. Wie sieht eigentlich der Zustand meiner Pokémon aus? Ja, stimmt, die waren ja voll. Bälle müsste ich auch noch genug da haben, bevor ich nämlich jetzt da reinrenne. Ja, reicht eigentlich. Tafelwasser sehe ich auch, ist noch ausreichend da. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Wahrscheinlich werden die wieder von der Decke fallen, wie blöde. Aber diesmal bin ich ja definitiv besser vorbereitet, hoffe ich. So, ich gehe erstmal links rum, weil links Items sind. Genau. Alles richtig in Erinnerung. Zwei Beleber. Praktisch. Sehr praktisch sogar. Hoppla. So, hier unten war ein Kampf. Na gut, können wir uns erstmal um dich. Inge. Okay, Inge, was hast du zu bieten? Ein Perlu, ein Wasser-Pokémon. Genauso wie Octillery, ist auch ein Wasser-Pokémon. Vorentwicklung Remoraid. Hatten wir auch schon gesehen. Perlu ist die Weiterentwicklung Aghanabis und Saganabis. So. Sauknapf, toll. Ich denke mal, Schockwelle auf Octillery. Ich muss sparsamer mit den Attacken hier sein, weil das ist, soweit ich weiß, eine große Festung. Ich hab's einfach nur groß in Erinnerung. Perlu's down, das ist doch schon mal schön. Mal sehen, ob es mit Octillery genauso geht, aber ich denke eher nicht, weil Schockwelle ist nicht so stark. Müsst bei Gelegenheit mal einen Donnerblitz beibringen. Landhuren. Vorentwicklung Lumpy, ein Elektrowasser-Pokémon. Kann ich keine Elektroattacke drauf feuern, da es Voltabsorber hat. Das heißt, ich muss mit herkömmlichen Attacken erstmal vernichten. Umklammerung. Naja. Ein schwacher Treffer. So, die Sache ist die, ich glaube, ich werde erstmal Landhuren mit der Psychokinese einheizen. Und Octillery kriegt jetzt die Finte ab. Los, Hundemann, zeig mal, was du kannst. Okay. Da oben ist Octillery. So, so, so. Jetzt kommen wir zu unserem Landturm hier. Relikant. Bist du ein Krypto? Nein. Ist ja schön, dass das kein Krypto ist. Aber irgendwie müssen wir auf die knapp 90 Krypto kommen. Soweit ich das in Erinnerung habe. Deswegen wartet hier noch einiges auf uns. Kann es sein, dass es nur auf mein Girl überhaupt gesehen haben? Naja, kann ich denen auch nicht helfen. So, Schockwelle auf Relikant und Finte auf Landhuren. Und zack, tot. Tschüss, Landhuren. Ist noch eins? Wie viel hatten sie gehabt? Okay, das war ihr letztes. Der ist ihr letztes. Was ja nicht stimmt. Es lebt noch. Also ist es ihr letztes. Was machst du denn? Felsgrab.
Warum nicht? Für Reli kannst du auch nochmal. Ja. Ist das doch, die gehen nur auf mein God over. Okay. Initiative sinkt. Naja, auch nicht schlimm. Finde. Legen wir jetzt erstmal das Relikant um. Relikant war ein Steinwasser-Pokémon. Damit du es nicht vergesst hier. Das haben wir aber auch oft genug schon gesehen. So. Das war's erstmal mit dir. Okay, erstmal will ich was nachgucken. Nein, nicht da. Wo waren das nochmal? Achso, was für TMs ich eigentlich habe, genau, so rum. Ich besitze jetzt psychokinesische Spukball durch Durchbruch, Schockwelle. Durchbruch. Ich überlege gerade, ob ich das schon. Ah ne, das kannst du noch gar nicht lernen. Muss ich entwickelt haben. Gut, gut. Was sind das für Dinger? Irgendwelche Kisten. Hm. Krypto-Pokémon. Ah, Item. TM24. Moment mal. TM24 Donnerblitz. Da geht auch mein Sensor an. Sag ich doch. Mein Sensor geht an. Donnerblitz. Kommt ja wie gerufen. Juhu. Jetzt haben wir Donnerblitz. Und schon kann Gardevoir auch endlich mal mit der Elektroattacke jemanden abräumen. So, jetzt brauche ich halt nur. Ja, es ist was die Pokémon anschwächt, aber das werden wir schon irgendwie auftreiben können. So, gucken wir mal uns die zwei Arbeiter hier an. Was habt ihr denn so zu bieten? Drei Hypertränke. Sauber. So. Auf irgendwelche Kisten. Moment, können wir uns die. Nee, man erkennt es nicht, was es darstellen soll. Schade, schade. Uiuiui, sieht komisch aus alles. Oh. Schon wieder einer von euch. Da müssen wir euch gerade mal wieder die Suppe versalzen. Jetzt geht's rund hier. Minum und Papinella. Minum ist ein Elektro-Pokémon und Papinella ein Käferflug. Leichte Beute für uns, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, Psychokinese auf. Psychokinese, nein. Donnerblitz auf Papinella. Und Finte auf Minum. So. Sieht, ob Minum das aushält? Ja, hält's aus. Und jetzt der schöne Donnerblitz. Sauber animiert, finde ich. Und Level Up. Mal sehen, kriegen wir irgendwas? Nö, aber wir haben 100 Spezangriff, wenn mir gerade auffällt. Das ist schon mal super. Naja, Slime auch mal ein Level Up, das ist schön. Ein Ledian, ein Käferflug-Pokémon. Boah, und schon mal Charme. Blöd nur, dass ich keinen Angreifer habe. Okay, Ledian greifen wir gerade weiter mit Elektrizität an und Minum kriegt noch eine Finte ab. Mal sehen, was denn letztes Pokémon oder ihr letztes Pokémon ist. Ich hab gerade schon das Geschlecht gedacht vom Trainer. Ihr letztes Pokémon, so. Ihr seht ja auch alle gleich aus. Illumisee. Oh, ein Käfer-Pokémon. Und ich wundere mich, dass noch kein Krypto da war. Ich hatte in Erinnerung, dass hier mehr Kryptos sind. Oder sind die erst weiter oben? Dieser Basis. Oder weiter unten, keine Ahnung. Das ist ja eine Pyramide, die beidseitig ist. Okay. Machen wir Psychokinese einfach. Und du machst Glut, weil dann ist Illumise weg. Oh, nee, Lumina ist wieder schneller. Naja, damit hätten wir die Sache auch gegessen. Und können locker weiter marschieren. Also sie ruft jetzt irgendein Krypto rein, aber das hat sie ja nicht mehr. Gut, ich muss mal gucken, wie es mit Aquana aussieht. Weil in Aquana muss ich ja auch nachleveln. Ciao, ciao. Ja, so. Wie siehst du aus, Aquana? 36. Okay, dann bekommt Darkstone noch 37, dann übernimmt Aquana wieder. So. Ach.
der nächste Typ diesmal. Holger. Und du Kacke. Ich will gar nicht wissen, wie die in Japanisch hießen. Ein Vipitas, Gift-Pokémon. Und ein Kramox, oft schon gesehen, ein Unlicht-Flug-Pokémon. Na, aber schön wieder dieselbe Aufstellung wie immer. Okay. Wir machen Vipitas mit Psychokinese kalt. Und verpassen Kramox eine Glut-Attacke. Ich hoffe, du lernst noch altes Flammenwurf von alleine. Wäre nämlich sehr praktisch. Ah, fast down. Naja, Chinese und Tschüss. Wie geht das? Wir mal sehen, was das Kamox jetzt zu bieten hat. Paras, ein Käferpflanze-Pokémon. Und unser zukünftiges Krypto-Pokémon. Wo mir jetzt noch gar nicht gefällt, ganz ehrlich. Ein Krypto. Wie kriege ich dich? Oh, du hast noch einen Hintern, sehe ich gerade. Genau, überlegen. Überleben, überlegen. Ich glaube, ich muss so wechseln am besten. Diesmal benutze ich Slimer. Okay, du machst Glut auf Kramox. Ich denke mal, mein Honoron schafft es schon alleine. Den letzten, da der noch kommt. Dann kann dem Slimer des Paras anschwächen und gut ist. Und tschüss, Kramox. So. Ein Fukano. Moment, war das nicht auch Krypto? Ja. Jetzt kommen die Doppelkryptos. Jetzt halt erst richtig los. Jetzt geht es richtig los, so rum. Haben wir nämlich einen Krypto-Vulcano und einen Krypto... Schieß mich tot. Paras. Also, Finsterfaust. Versuche ich es einfach mal. Und du machst Glut auf Vulcano. Vulcano hat jetzt aber nicht... Ah, okay, er hat Feuerempfänge. Also ganz ehrlich, ich mag das nicht, wenn Vulcano mit der Zunge draus ist. Das sieht so komisch aus. Krypto-Knall. Ein Volltreffer. Komm. Mehr Glück kann man noch nicht haben. Na gut. Ich muss aber Slimer wiederbeleben. Okay. Wenn nichts anderes übrig bleiben, als erstmal Aquaknarre zu feuern. Finte oder nicht Finte, das ist hier die Frage. Ich lasse es. Wer macht denn mehr Schaden? Ich lasse jetzt erstmal, weil Vulcano bleibt länger im Kampf, mache ich erstmal Vulcano mit Charme. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, ob das Bedroher hatte. Volltreffer. Genau deswegen mache ich resistente Attacken. Naja, Paras kriegen wir jetzt rein. Der Kampf dauert lang genug, da werfe ich einen Timerball und das war's. Aber ich überlege gerade, wie ich es mit Vulcano mache. Ich glaube, ich einen Rückzugheb drauf dreschen langsam. Okay, Ruckzuckhieb, Vulcano, Items, Timerball, würde ich sagen. Obwohl, wir haben noch einen Netzball. Das reicht doch für Käfer. Paras ist ja zum Teil Käfer. Okay, fangen wir mal das Paras. Zack. Komm her, Paras. Du bleibst drinne. Du kommst aus dem Käferball nicht raus. Kannst du noch ein gutes Leben haben. Gefangen. Okay, jetzt ist das Vulcano dran. Kryptowelle. Und ouch. Na gut, nochmal ein Ruckzuckhieb und nochmal Charme. Klatsch. Ich will überlegen, ob ich noch eins machen soll oder erst mal mit dem Ball das versuchen soll. Ich denke mal erstmal Ball drauf werfen. Und danach. Ja, danach werde ich erstmal gucken, wenn es in dem Ball nicht drin bleibt. Werde ich erstmal doof gucken. So,
diesen Ball nachher noch Schaden nochmal. Diesmal benutzen wir bei dem Timerball. Weil er hat jetzt eine höhere Stärke. So, Timerball. Du fängst das jetzt. Täusch mich nicht. Zack, komm, bleib drinne. Läuft ja wie am Schnürchen. So. Muss halt nur gucken, dass ich jetzt Slimer wieder belebe. Ich habe nicht aufgepasst. Okay, ich weiß es. Slimer darf ich jetzt nicht mehr einsetzen, weil die Kryptos sind zu heavy mit den Attacken. Gut, gut. Erstmal Rundemon Tafelwasser geben. Danach nehmen wir mal. Was mir auch gerade einfällt, ich könnte die restlichen Levels bei Slimer eigentlich mit Sonderbonbons machen. Theoretischerweise. Nasgleit ist fertig. Na gut. Ist eigentlich egal. Wieso Alisator? Warum wusste ich davon nichts mehr? Na gut. Habe ich eben einen Beleber verschwendet. Ist auch egal. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ich hatte es echt nicht mehr im Plan, dass da noch ein Visualisator war. Achso, jetzt kommt diese Box-Zeug hier. Hätte das rein kaum erlaubt. Ich würde mal sagen, ich hab's mir erlaubt. War das so, der Satz? Ach, egal. Mushas, ein Wasser-Pokémon. Ein Rihorn ist ein Gestein-Boden-Pokémon. Und jetzt werden wir erstmal hier alles platt machen. Und wer ist Krypto? Auch noch Mushas. Na toll. Blitzfänger. Ah, gut. Dachte ich mir eigentlich. Psychokinese, Bihorn. So. Charme, Mushas. Machen wir erstmal Krypto-Attacken von dem Mushas. Schwächer. Tschüss, Bihorn. Na gut. Oh, Level Up. Level 30. Naja, brauchst trotzdem nochmal eine Entwicklung. Das Schluck ist schlimm. Schluckwäsch. Ein Gift-Pokémon. Mal sehen, was du kannst. Krypto-Knall. Gut, gut. Psychokinese, Schluckwäsch. Jetzt benutze ich mal Glut auf Mushas, um es anzuschwächen. Das war nun super. Dann werfen wir Netzball drauf und es müsste drin sein. Oh, es brennt auch noch. Besser kann es ja laufen. Und tschüss. Ich hoffe, ich habe genug Netzbälle. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasser-Pokémon hier kommen. Und ein Golbat. Na gut, dass du kein Krypto bist, Golbat. Das hätte ich nämlich für einen geschellt. Bescheuert. Golbat. Oh ja, ich muss aber aufpassen auf Smushas. So, Donnerblitz, Golbat. So, jetzt werfen wir mal einen Netzball. Okay, Mushas, du gehörst mir. Wirklich, ich hoffe, es sind nicht so viele Wasserkryptos hier. Ich muss Netzbälle sparen. Habe nämlich nur noch drei. Tohaido. Wir haben Kanivana, also kann das kein Krypto sein. Und tschüss. Golbat. Tohaido ist ein Unlichtwasser-Pokémon. Ich will das nicht vergessen. Okay. Donnerblitz. Und du brüllst einfach mal. Und dann hast du nämlich einen Netzzug. Und tschüss. Weil du hast ja so eine Low Defense wie Kanivana, wie wir es ja schon gesehen haben. Kann kaum dem Level folgen, aber okay. So, Mushas auf PC übertragen. Na gut,
Machen wir mal das hier auf. Ein AP Plus. Okay. Erstmal hochgehen. Bevor ich hier jetzt was mache, gehe ich erstmal wieder runter. Schieb die Box hier mal zur Seite und guck mal, was da unten auf uns wartet. Ah! Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ah ja. Ah ja. Mhm. Hopsprouse und Roselia. Roselia ist ein Pflanzegift und Hopsprouse ein Pflanzeflug-Pokémon. Scheint wohl immer der Pflanzentrip zu sein. Gut, dann düngen wir jetzt mal. Okay. Psychokinese, Roselia. Finte. Nee. Loot. Hopsprouse. Und tschüss, Roselia. Game over. Und Maskenregen, ein Käferflug-Pokémon. Das gerne mal mit einem Bedroher um sich wirft. Ich habe aber ganz schön viele Käfer, fällt mir gerade auf. Da irre ich mich gerade. Naja, komm schon, irre. So, mal sehen, was jetzt folgt. Ich erwarte natürlich irgendwie wieder ein Bluebella. Hi, Bluebella. Warum kannst du kein Krypto sein? Ich hätte so schnell gefangen und trainiert, das glaubst du gar nicht. Tut mir leid, Bluebella, dass ich dich jetzt ankokeln muss. Klatsch und weg ist er. Game over. Und mir ist gerade eins bewusst geworden, dass diese seitlichen Gegner eigentlich keine Kryptos haben sollten, da sie ja nicht auf dem Hauptweg sind und man sie dann sowieso niemals sehen würde, diese Krypto-Pokémon. Und deswegen, ja, ist mir das gerade so, gerade in den Sinn gekommen, dass das ja gar nicht passieren kann, dass da ein Krypto-Pokémon am Rande ist, wo man eigentlich nicht lang muss. Naja, ist nur eine doofe Feststellung, aber egal. Wenn man das erste Mal durchspielt, dann weiß man sowieso nicht, welcher Gang richtig ist oder welcher Gang nicht richtig ist, da fällt es einem gar nicht auf. Aber jetzt, wo ich das zum zweiten Mal spiele, fällt mir das gerade auf, dass sie ja gar nicht in einem Nebengang sein können, die Kryptos. Jetzt müsste ja Dekpin am Ende 80 haben, wenn sie alle in Seitengängen wären. Na gut. Dann gucken wir jetzt mal nach, was in diesen zwei Items sind. Ein Sonderbonbon. Uiuiui. Und was haben wir hier? Drei Hyperbälle. Netzbälle wären mir lieber gewesen. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, was da jetzt noch folgt. So. Ja, wie gesagt, wer ist jetzt fertig? Maguita. Ja, wie gesagt, ich will da noch nicht lang. Mich reizen erstmal die anderen Zimmer da unten. Pokefood. Ah, Moment, wenn wir schon hier sind. Schnell mal heilen. Zack. Super geil. Und schieb mal die Box. Okay, wir kommen ja erst gar nicht weiter. Okay, okay. Dann gehen wir oben rum. Fällt mir gerade auf, dass wir erst gar nicht weiterkommen. Das ist schön. Hm, rechts, links, geradeaus. Aha, ich glaube, ich habe das Rätsel kapiert, wenn ich nämlich hier drauf. Ja, die muss da in die Box. Sonst geht die Tür, glaube ich, nicht auf. Wir müssen nämlich draufstellen. Kann das sein? Wer hat denn solche Schließmethoden entwickelt? Wie soll ich an die Box kommen? Ah, Nato. Das frage ich mich gerade echt. Wie soll ich an... Ah, Moment mal. Sieht man doch. Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Man sieht das doch hier so offensichtlich. Ich glaube es nicht. Oh, Moment. Ein Hyperheiler. Und schieben wir es mal weiter. Unser starker kleiner Muskelprotz, der so eine Tonne Pokefutter einfach so schön bewegen kann. Als wäre es nicht so.
Und eine Tür ging auf, das hat man gehört. Gehen wir mal durch diese Tür. Ja. Und du bist Bo. Einfach nur B-O. Da konnten wohl deine Eltern deinen Namen nicht weiter aussprechen. Hui, Bibo und Visenio. Bibo ein Giftkäfer-Pokémon und Visenio ein Normal-Pokémon. So. Und wir haben ein Krypto in der Liste. Ein Krypto-Bibo. Adler-Auge von Bibo kopiert. Na gut, fegen wir Visenio weg und senken erstmal von Bibo den Angriff. Den Angriff. Spotlight. Ach nö. Spotlight. Jetzt greifen wir alle nämlich Visenio an. Das ist doof. Du bist doof, Visenio. Geh weg. Und Visenio ist weg. Tschüss, Visenio. Na gut, was kommt jetzt? Togetic. Bitte sei jetzt ein Krypto. Nein. Du bist ein doofes Pokémon mit den Krypto-Fesseln. Ich weiß nämlich nicht, wie ich dich jetzt anschwächen kann. Weil ich kann... Ich kann keine meiner Attacken auf das Vieh feuern, ohne dass es down geht. Ah, verdammt. Was ist denn das eigentlich für Togetic? Blut killt es. Finte könnte es überleben. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich mach Finte drauf. Wir können entwechseln. In dieser dämlichen Fessel. Okay. Dann kann man Netzball drauf werfen. Dann müsste es eine Attacke sein. Tut mir leid, Togetic. Gut, dann hätten wir das auch. Mal sehen, was... Tauboga könnte Krypto gewesen sein, habe ich so im Kopf gehabt. Ja. Okay. Dieser Kampf kann sich noch etwas herauszögern. Bams. Obwohl ich... Nein, nee, stimmt, ich habe ja den Angriff von dir gar nicht gesenkt. Na gut. Du machst den Reflektor. Und... Glut. Nee, ich versuche jetzt erstmal... Erstmal versuche ich den einzufangen. Spibur. Netzball. Netzball, so. Komm, es muss reingehen, das Netzball. Ganz ehrlich, wenn ich keinen Netzball mehr habe, gehe ich, glaube ich, raus wieder. Weil die Netzbälle sind praktisch. Wie ihr ja schon bemerkt habt. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal raus, bevor ich jetzt zu weit reingehe. Okay, nur noch das Tauboga und dann hätten wir es. Na, bei dem Tauboga mach ich mir auch Gedanken. Machen wir mal Gedanken, gut, ich kann nichts anderes machen. Gut, Tauboga, ich hoffe, du hältst es aus. Und ich müsste dich mit der Queen nachholen. Na, hältst du locker aus. Na, machen wir mal Charme und knall dir was an den Kopf. Krypto-Chaos. Was war das nochmal? Achso, die Verwirrung. Oh, Mann. Muss diese Kacke sein. Ich werfe jetzt einfach einen Timerball. So, du versuchst mal Charme weiter. Versuchen wir es mal. Komm, du bleibst runter, der Kampf geht lang genug. Nein. Gilt jetzt eigentlich noch die Krypto-Fessel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich hoffe, die gilt jetzt nicht mehr. Würde ich nämlich Quana mal reinrufen. Du machst nochmal Charme. Machen wir nämlich einmal ruckzuck, piep nochmal auf Tauboga und dann fangen wir es.
Und ich darf Dark Souls, obwohl Visualisator aus der Nähe und so weiter. Plop. Aquana, Burgzugheap. Und du versuchst jetzt nochmal einfach einen Hyperball. Ich werfe jetzt einen Hyperball. Einfach drauf damit. So, jetzt bleibst du mal drin hier. Wenn nicht, kriegst du einen Burgzugheap. Kannst dich entscheiden. Okay, es wollte nicht einen Burgzugheap haben. Würde ich zumindest behaupten, dass es den Ruckzuck nicht machen wollte. Okay. Damit würde ich sagen, ich frische mich ein kleines bisschen auf und sehen uns am nächsten Part an dieser Stelle wieder. Also bis dahin. See ya!